Liebe Kinder, liebe Eltern, wir begrüßen euch sehr herzlich zu unserem Videokindergottesdienst im November aus der Auferstehungskirche in Essen. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle zuschaut. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Damit wir zusammen richtig in Schwung kommen, lasst uns zu Beginn unseren Kigo-Song singen. Für alle, die den Text noch nicht kennen, der geht so: Klatscht mit mir und lobet den Herrn. Hallelu, Hallelu, Halleluja. Und dann noch einmal: Klatscht mit mir und lobet den Herrn. Hallelu, Halleluja, Amen. Was wir noch machen könnten. Oder habe ich eine Riesenauswahl? Nehmen wir den Ferdinand. Hüpfen. Hüpft mit mir, Kind. Hüpft mit mir und lobet den Herrn. Hallelu, Hallelu, Halleluja. Hüpft mit mir und lobet den Herrn. Hallelu, Halleluja. Amen. Und jetzt die Therese. Tanzen. Tanzen. Tanz mit mir und lobe den Herrn. Hallelu, Hallelu, Halleluja. Tanz mit mir und lobe den Herrn. Hallelu, Halleluja. Amen. Wer hat noch eine Idee? Der Johnny. Was können wir machen? Joggen, okay. Joggt mit mir und lobet den Herrn, Hallelu, Hallelu, Halleluja. Joggt mit mir und lobet den Herrn, Hallelu, Halleluja. Liebe Kinder, liebe Eltern, letzten Freitag, da habe ich mit meiner Familie beim Abendessen gesessen. Und dann hat meine Tochter Therese mich gefragt: Ja, hör mal, Papa, woher kommen eigentlich die ganzen Dinge? Die Wurst, der Käse, das Brot. Da habe ich gesagt: Gut, dann haben der Metzger, der Senner und der Bäcker, die haben diese Sachen gemacht. Und dann hat sie mich gefragt: Und woher kommen denn der Metzger, der Senner und der Bäcker? Und woher kommen wir Menschen eigentlich? Ja, woher kommen wir Menschen eigentlich? Das ist eine ganz alte Geschichte. Und die geht so: Es war einmal eine Zeit, da war nichts da. Es gab nur Gott. Und dann hat sich Gott etwas ausgedacht. Er hat die Erde gemacht. Aber sie war noch nicht fertig, denn am Anfang war alles wüst und leer, richtig öde. So steht es in der Bibel. Es gab nichts und es war nichts los. Alles war finster. Hier kann niemand leben, das wusste Gott. Aber er war ja auch noch nicht fertig. Er hatte gerade erst angefangen. Gott sagte, es werde Licht. Und so passierte es auch. Es wurde hell. Aber Gott wusste, dass es nicht gut ist, wenn es immer hell ist. Und so hat er den Tag und die Nacht gemacht. Eine Zeit, in der es hell ist, und eine Zeit, in der es dunkel ist. Und so war der erste Tag zu Ende. An diesem ersten Tag hat Gott also das Licht gemacht. Aber auf dieser Erde konnte immer noch niemand leben,
denn überall war Wasser. So sagte Gott, dass das Wasser sich teilen soll. Ein Teil des Wassers verdunstete und es entstanden die Wolken, die Atmosphäre. Das nannte Gott den Himmel. Unten war die Erde. So ging der zweite Tag zu Ende. Dann befahl Gott dem Wasser, dass es sich an bestimmten Orten sammeln soll. Und so geschah es. Das Wasser sammelte sich an bestimmten Stellen und andere Stellen auf der Erde wurden trocken. Das Land und das Meer entstanden. Gott hat alles gut gemacht. Jetzt war auf der Erde das Land entstanden. Aber es sah noch ziemlich öde aus. Nur Staub und Erde und Felsen, alles grau und braun. Also nichts Schönes. Deshalb befahl Gott jetzt, dass aus dem Boden Pflanzen wachsen sollten. Und kaum hatte er es gesagt, da begannen schon Pflanzen zu wachsen. Grünes Gras, Moos, aber auch Blumen mit schönen bunten Blüten dran. Gott dachte sich immer neue Farben und Formen für die Blüten aus. Kleine Gänseblümchen, Rosen, Tulpen, ganz viele unterschiedliche Blumen. Und Bäume, Apfelbäume, Kirschbäume, Eichen, all die Bäume, die wir auch heute noch haben. Dann war der dritte Tag zu Ende. Als Gott sich am Ende des Tages alles anschaute, gefiel es ihm richtig gut. Gott hat alles perfekt gemacht. Wenn du dir die Natur anschaust, dann zeigt sie dir, wie schön Gott alles gemacht hat. Aber auch das reichte Gott nicht. Als nächstes schaute er sich den Himmel an. Dort waren zwar einige Wolken, aber sonst sah es ziemlich dunkel aus. So machte Gott große und kleine Lichter. Ein großes Licht für den Tag, die Sonne. Und dann ein etwas kleineres, den Mond für die Nacht. Und noch viele Sterne. Wenn wir Sonne, Mond und Sterne nicht hätten, dann könnten wir nicht leben. Aber es gäbe auch nicht die Wochen und Monate und Jahre. Gott hat Sonne, Mond und Sterne auch gemacht, damit wir die Zeit ausrechnen können. Gott ist so gut. Er hat an alles gedacht. Und Gott hat das alles für uns Menschen gemacht. Er selbst bräuchte die Sonne ja gar nicht, aber wir brauchen sie. Gott hat für uns das alles gemacht, weil er uns so unendlich lieb hat. Gott hat dich lieb und auch mich. Gott hat die Erde gemacht, um dir und mir und um uns allen zu zeigen, dass er da ist und auf uns wartet. Als Gott die Sonne, Mond und Sterne gemacht hatte, war der vierte Tag rum. Es gab ja jetzt schon ganz schön viel, aber es gab noch kein Leben, noch nichts, was sich bewegt. So machte Gott die Fische und die Vögel. Die großen Fische im Meer, Wale, Robben, alles, was es im Meer gibt, auch die kleinen Fische. Und die Vögel, die in der Luft fliegen. Das geschah am fünften Tag. Aber trotzdem fehlt noch einiges. Als nächstes hat Gott gesagt, dass es Tiere geben soll. Und so waren die Tiere auf einmal da. Es gab Löwen, Zebras, Schafe und noch viel mehr. Jede einzelne Tierart hat Gott gemacht. Und er hat alles wunderbar gemacht. Aber all das, was es auf der Erde schon gab, hat Gott nicht gereicht. Er wollte jemanden haben, mit dem er reden konnte, mit dem er leben konnte, für den er wie ein Vater und Freund sein konnte. Das ging mit den Tieren nicht. Tiere können nicht an Gott glauben. Sie können nicht mit Gott leben und mit Gott reden. Mit den Tieren konnte Gott nicht so lieben, wie er es wollte.
Deshalb hat sich Gott etwas ganz Besonderes ausgedacht. Er sagte, ich will den Menschen machen, jemand, der mir ähnlich ist. Gott nahm Erde vom Boden und fing an, daraus etwas zu formen. Es bekam einen Körper, Beine, Arme, einen Kopf. Dann hat Gott selbst diesen Körper lebendig gemacht, indem er seinen Atem in die Nase des Menschen geblasen hat. So wurde der Mensch lebendig. Der Mensch war anders als die Tiere. Er war etwas Besonderes. Gott hat die Menschen gemacht, damit sie mit ihm leben können. Gott hat auch dich gemacht. Und er hat dich gemacht, damit du mit ihm zusammenleben kannst, damit du an ihn glauben kannst. Gott hat zuerst Adam gemacht. Adam hatte viel zu tun, denn er durfte allen Tieren einen Namen geben. Aber Adam war noch nicht richtig glücklich. Er war einsam. Deshalb schuf Gott für Adam noch eine Frau, Eva. Und für die beiden hat Gott auf der Erde einen wunderschönen Garten gepflanzt, den Garten Eden. Dort durften sie leben zusammen mit Gott. Und alles war perfekt. Das war alles am sechsten Tag. Aber die Woche hat ja sieben Tage. Am siebten Tag hat Gott ausgeruht. Nicht, weil er müde war, sondern weil er fertig war mit allem, was er machen wollte. Alles war so perfekt, dass nichts mehr getan werden musste. Und Gott betrachtete alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Amen. Dann wollen wir zusammen beten. Dafür nehmen wir all unsere Hände und dann tun wir da alle rein, die wir lieb haben. Papa, Mama, Opa, Oma, die Freundinnen und Freunde und unsere Verwandten. Und wir beten, lieber Gott, wir haben heute die Schöpfungsgeschichte gehört. Bitte lass uns deine Schöpfung immer bewahren. Lass uns auch immer daran denken, was für eine schöne Natur du uns geschenkt hast, mit diesen vielen schönen Bäumen und Blumen. Und wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Kinder, liebe Eltern, wir hoffen, dass euch unser Video Kindergottesdienst gefallen hat. Wenn ja, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben von euch, hier unter dem Video. Lasst uns jetzt zusammen unser Segenslied singen. Unter den Segen des Herrn stellen. Der Herr sei vor euch, um euch den Weg zu zeigen. Der Herr sei neben euch, um euch vor Gefahren zu schützen. Der Herr sei unter euch, um euch aufzufangen, wenn ihr fallt. Und der Herr sei in euch, um euch zu trösten, wenn ihr einmal traurig seid,
So segne und behüte euch unser guter Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.